Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute sitze ich hier mit Dr. Verena Maikranz und wir sprechen über ein Thema Juckreiz am ganzen Körper. Was kann das eigentlich sein? Da denkt man ja vielleicht an so etwas wie Krätze. Was ist Krätze überhaupt und wie gefährlich ist das? Darüber wollen wir sprechen. Genau, ein nicht so ganz angenehmes Thema vielleicht für manche Patienten. Also die Krätze, auch Scabies genannt, ist eine ansteckende Hauterkrankung, die durch die Krätzmilbe ausgelöst wird. Und die Milbe dringt dabei in die oberen Schichten der Haut ein und legt dort ihre Eier in den Milbengängen ab. Und ganz typisch äußert sich die Erkrankung durch rote, kommaförmige Hautveränderungen und eben diesen bekannten starken Juckreiz, der vor allem nachts auftritt. Und was sind die Ursachen? Also warum könnte ich jetzt diese Krätze bekommen? Wie bekomme ich das? Genau, also die Krätzmilbe breitet sich tatsächlich gerne dort aus, wo Menschen eher in engerem Kontakt miteinander agieren. Das kann zum Beispiel sein in einem Altenheim, aber auch in einem Kindergarten. Und man muss sagen, dass natürlich mangelnde Hygiene die Infektion nochmal fördert. Und vom Prinzip her ist es so, dass auch wenn man gemeinsam in einem Bett schläft oder beispielsweise die gleiche Bettwäsche und so weiter verwendet, dass es dabei auch zu einer Übertragung dieses Parasiten kommen kann. Und die dringen, wie gesagt, in die obere Hornzellschicht ein, legen dort ihre Eier ab und dann nach 2 bis 3 Tagen schlüpfen die Milben. Und diese Scabies-Milben können tatsächlich auch 30 bis 60 Tage überleben. Und charakteristisch ist eben dieser starke Juckreiz und wenn man sich dann kratzt an den betroffenen Stellen, können die Eier auch an den Fingernägeln heften bleiben und durch Kratzen an anderen Stellen sich somit dann auch verteilen am ganzen Körper. Und können weitere Symptome auftreten? Genau, also ganz charakteristisch ist ja dieser Juckreiz, der vor allem nachts ausgeprägt ist. Und natürlich auch die Hautveränderungen, das heißt oftmals sieht man rötliche Gang- oder Kommaartige Strukturen. Der Facharzt für Dermatologie verwendet dann auch sein Dermatoskop, um diese Milbengänge zu begutachten. Und gerade im Bereich der Hände kann man in den Gängen tatsächlich auch die Milben dann darstellen oftmals. Also die Hände sind quasi so eine Körperstelle, genau, ja, an denen das besonders häufig genau auftritt. Genau, ja. Es gibt auch noch andere Stellen. Also wie gesagt, die Hände und vor allem auch die Fingerzwischengelenke sind Prädilektionsstellen. Aber auch die Handgelenke, der Intimbereich, die Achseln und auch vor allem die Region um den Bauchnabel herum. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, wenn man sich dann kratzt und im Prinzip selbst diese Milbeneier auch an andere Körperstellen verschleppt, kann es durchaus auch sein, dass der Juckreiz dann am ganzen Körper auftritt. Was noch ganz interessant ist, dass bei Kindern, die auch häufiger an einer Krätze leiden, dass da vor allem die Handflächen und Fußsohlen betroffen sind und sich die Hautveränderungen auch eher so als rötliche Knötchen präsentieren. Und wie beruhigen Sie mich jetzt, wenn ich betroffen bin und Scabies oder Krätze bei mir diagnostiziert wird? Was raten Sie mir, wie behandeln Sie mich und wie beruhigen Sie mich? Denn das klingt ja erstmal, auch wenn von Parasiten die Rede ist, so ein bisschen bedrohlich. Das ist richtig, aber letztendlich ist es eine Erkrankung, die sehr, sehr gut behandelbar ist und auch nicht gefährlich ist. Eingesetzt werden zur Behandlung die sogenannten Antiscabiosa. Das sind eben Mittel gegen Parasiten und die kann man topisch, das heißt als Creme verwenden und aber auch in schwierigeren Fällen dann als Tabletten. Der am häufigsten eingesetzte Wirkstoff ist das Permethrin. Das wird als Creme verschrieben. Und bei der Erstbehandlung ist es so, dass Sie, das ist wirklich wichtig, Kinn abwärts bis zu den Fußzehen sich abends eincremen sollten und dann die Creme auch über Nacht auf der Haut bleibt und am nächsten Morgen dann abgewaschen wird. Wichtig ist wirklich die lückenlose Behandlung. Der Kopf muss nicht mitbehandelt werden, aber Kinn abwärts wirklich der gesamte Körper. Die Creme ist auch sogar bei kleinen Kindern zugelassen und auch bei schwangeren Frauen. Wenn jetzt allerdings trotz dieser Behandlung kein Erfolg erzielt wird, kann man sie nochmal nach 14 Tagen wiederholen oder aber dann auch Tabletten einnehmen. Das ist eine einmalige Einnahme nach Körpergewicht mit dem Wirkstoff Ivermectin. Das wird Ihnen dann auch Ihr Facharzt für Dermatologie natürlich verschreiben. Und ganz, ganz wichtiger Hinweis für alle Zuschauerinnen und Zuschauer ist,
auch wenn sie zum Beispiel in ihrer Familie Familienmitglieder haben, die ja die Diagnose noch nicht gestellt bekommen haben, vielleicht auch noch keine Symptome haben, sollten alle im näheren Umfeld mitbehandelt werden. Weil sonst wird eben dieser Ping-Pong-Effekt ausgelöst, dass man tatsächlich sich einfach gegenseitig wieder ansteckt. Mhm. Und ist das auch so wie bei anderen, ich sage jetzt mal, Erregern auf der Haut oder anderen ähnlichen Parasiten, dass man dann zu Hause alles auf den Kopf stellen muss und Hygienemaßnahmen treffen muss? Ja, tatsächlich ist das auch sehr wichtig. Und zwar soll das eigentlich parallel mit der ersten Behandlung mit dem Permethrin geschehen. Sie sollten also Textilien, die im täglichen Gebrauch sind, das heißt die Bettwäsche, dann auch die Kleidung und Handtücher, sollten Sie wirklich bei mindestens 60 Grad waschen und natürlich am Abend der Anwendung dann auch nach der abgeschlossenen Behandlung das Bett neu beziehen. Und alle Textilien, die man nicht waschen kann, zum Beispiel auch die Kuscheltiere der Kinder oder die Schuhe und Jacken, sollten wirklich fest verschlossen in einer Plastiktüte für 5 bis 7 Tage aufbewahrt werden, weil man so eben dann auch die Milben abtöten kann. Mhm. Genau. Und wann sollte man spätestens symptomfrei sein oder umgekehrt, wann sollte man sie dann wieder aufsuchen, wenn es nicht besser wird? Und auch wie können Sie sehen, dass jetzt dieses Gabis verschwunden sind? Also tatsächlich ist es so, dass der Juckreiz, was ja das führende Symptom ist, dass der noch bis 6 Wochen nach der Infektion bestehen bleiben kann. Und gerade deshalb sind die Patienten auch oft sehr verunsichert. Es ist so, dass man eigentlich nicht mehr ansteckend ist 12 Stunden nach der Behandlung, aber der Juckreiz trotzdem bestehen bleibt. Und das liegt an einer der möglichen, wir nennen es mal Komplikationen, die auftreten können, das sogenannte postskabiöse Ekzem. Was genau ist das? Das bedeutet im Prinzip, dass Bestandteile der Milbe als sogenanntes Allergen wirken. Also das heißt, dass da noch Bestandteile in der Haut sind, auf die der Körper einfach reagiert. Und in dem Fall hat man eigentlich ähnliche Symptome wie bei der Scabies-Erkrankung selbst. Also das heißt, man leidet auch an starken Juckreiz und Hauterscheinungen. Aber deswegen kommen Sie lieber nochmal vorbei, wir schauen uns die Haut nochmal an. In diesem Fall würde man natürlich keine Milbengänge mehr sehen und auch keine Milben in den Gängen mehr nachweisen können mithilfe des Dermatoskops. Und in so einem Fall würde man Ihnen einfach helfen, indem man Juckreiztabletten, das heißt Antihistaminika, verschreibt oder auch kortikoidhaltige Cremes. Sie brauchen sich in dem Fall dann keine Sorgen mehr zu machen, dass Sie weiterhin an einer Scabies leiden. Also ein eher unangenehmes Thema, für das sich aber keiner schämen muss. Man sollte das jetzt auch nicht tabuisieren, sondern wirklich da den Weg zum Arzt auch wählen. Vielen Dank. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie eben weitere Fragen haben oder auch unsicher sind, ob Sie vielleicht selbst an einer Scabies leiden, weil Sie eben starken Juckreiz am Körper haben, machen Sie sich gerne einen Termin in unserer Sprechstunde hier in der Hautmedizin Dr. Carsten in Mainz. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.